Willkommen zurück, ihr lieben Kinder, nach zu Potion Craft. Beim letzten Mal hatten wir, glaube ich, eine Aufgabe erfüllt gehabt. Und zwar, dass wir einen Trank mit 5 verschiedenen Effekten brauen sollten. Ich glaube, den hatten wir sogar schon verkauft gehabt. Aber naja, werden wir einfach nochmal sehen. Von A bis Z ist es sortiert. Und genau, gehen wir jetzt erst einmal wieder die Zutaten sammeln, wie üblich. Und schauen mal, was wir heute so machen können. Ah, unser Alchemie-Kollege. Oh Gott, was ist das denn? Oh, eine neue Basis! Oh, gewöhnliches Olivenöl. Ein Öl, das als Basis für die Herstellung von Tränken verwendet werden kann. Es unterscheidet sich in seinen Eigenschaften von anderen Basen und eröffnet neue Möglichkeiten. Oh, ich glaube, das muss ich eigentlich holen, ne? 6000, wir haben 10.000. Das Rezept der Leere müssten wir eigentlich auch noch machen, weil das ist Aufgabe. Das ist Aufgabe. Erschaffe einen Trank der Totenbeschwörung. Okay. Kaufe das Rezept der Leere und erschaffe Salz der Leere. Genau. Ja, Rezept der Leere. ich müsste das eigentlich machen. Haben wir noch genügend Seiten? Ja, ich denke mal, das hier dürfte locker reichen noch. Das sind 6 Stück. Das dürfte noch reichen. Ansonsten machen wir noch so und nochmal falsch. So. Oh Gott, ich habe das so lange nicht mehr gemacht. Ich habe gesehen, irgendwie, ich glaube, August habe ich zuletzt das hier gespielt. Ja, 4000 gespart. Sehr schön. Oh, und gleich sofort einen Talentpunkt erhalten. Sehr schön. Genau, Trankbasis Öl haben wir jetzt auch. Sehr schön. Und Dialog beenden. Das ist auch schön, das Modell. Ich brauche einen Zaubertrank, der Mana wiederherstellt. Genau, die haben wir jetzt neu dazu bekommen, die Seiten. Oh, seht euch das mal an. Ach, der Trank ist das. Ja gut. Moment, war das... Den hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge gemacht. Ich glaube, den brauchen wir nicht für ein Alchemie-Rezept hier, richtig? Doch, hier. Und dann hatten wir das quasi 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Richtig, richtig, richtig. Okay, Salz der Leere. Da brauchen wir sowieso den Totenbeschwörertrank auf Stufe 3. Okay. Aber machen wir das in aller Ruhe? Oh, ist hier? Okay. Naja, Mana wiederherstellen. Das ist ein schwacher Trank. Windblüte und Wasserblüte. Gab es da nicht noch irgendwie bessere Zutaten für Sekunde? Und ich meine, das ist ja nur hier schräge nach oben. Aber ich glaube, den Pilz... Ja, wir haben nicht so viele von den Pilzen, deswegen. Dann geben wir ihr einen normalen. Ja, stimmt, hier. Das sieht ja ganz anders aus. Neue Trankbasen können von Händlern erworben werden. Ah, denn so ein Olivenzweig. Das ist Wasser, das ist Öl. Oh, da bin ich auch so gespannt. Das würde ich aber sagen, machen wir später. Ich möchte heute den Tag erstmal hier durchstehen, wollte ich schon fast sagen. Und dann, genau. Also, Mana-Trank hier. Machen wir von hier aus. Vielleicht können wir noch ein paar Erfahrungspunkte dabei abgreifen. Ja, sehr schön. Na? Na, schade, da geht es leider nicht mehr ran. Fertigstellen und ein Trank für dich. Mana wiederherstellen. Ach, ich bin so doof. Ah, ich sag noch Mana. Hier, okay. Ah, ich bin so doof. Egal. Egal, egal, ich bin müde, deswegen. Ja gut, wann bin ich nicht müde? Das ist die richtige Frage an der Stelle. Was soll's? Trank fertigstellen und diesmal den richtigen. Machen wir falschen, um wieder ein bisschen mehr Geld reinzukriegen. Denn ich meine, plus 63 oder nicht, ne? So. Ich brauche einen Trank, damit ich mich mit einer Person versöhnen kann, die mir viel bedeutet. Ich habe ja schon mal gesagt, ich halte nichts von diesem Trank hier. Hier entlang. So ein kleines bisschen so. Und dann kann ich nochmal die Erfahrungspunkte mitnehmen.
Ja, aber vorsichtig. Fertigstellen. Bitte schön. Und weiter geht's mit dem Feilschen. So. Zack, zack. Sehr schön. 91 dazu. Super. Aber das macht immerhin gute Punkte. Naja, gut. Ich brauche einen Zaubertrank, um mein Haus zu beleuchten. Machen wir den Lichttrank. Ja, können wir jetzt so machen. Fertigstellen. Hier. Licht. So, da, da, da. Und fertig. Ah ja, unser Pilzkumpel. Warum wachsen Pilze auf deinem Hut? Also aus deinem Hut. Hübsch, was? Das sind besondere Pilze. Menschen können sie nicht riechen, aber wilde Tiere fürchten ihren Duft. Als ich jung war, habe ich diese Pilze gegessen, bevor ich in den Wald ging. Aber dann habe ich gemerkt, dass ich sie auf meinem Hut wachsen lassen kann. Das ist cool. Das ist richtig, richtig cool. Ja. So, mal sehen, was können wir für Pilze gebrauchen. Oh, der ist, glaube ich, neu. Magma-Morchel. Oh, diese Mini-Fliege hier. Seit einer Stunde nervt die mich schon. Oder seit zwei. Moment, kann man das hören? Oh, okay. Das kann man hören, wenn ich so dagegen fächel mit der Hand. Entschuldigung. Ich hoffe, das ist nicht laut gewesen. Machen wir mal 10 Stück. Dann von diesen hier. Da haben wir, glaube ich, noch welche. 21. Stocken wir auf. Koboldpilz. Wie viele haben wir davon? 17, 18, 19, 20. Stimmt, ich habe, glaube ich, irgendwie mal in den Kommentaren gelesen. Nee, der war es nicht. Oh, Tatsache. Wenn ich über STRG die Shift-Taste drücke, dann sieht man, wie viel das insgesamt kostet, wenn ich alle haben möchte. Und der Krakenpilz, den hatten wir auch noch gar nicht. Deswegen nehmen wir davon 5 mit. Den hatten wir auch noch nicht. Wasserkappe. Nass und angenehm. Kackpilz. Es tut mir leid, der heißt halt so. Die Frage ist nur, warum heißt er so? Weil er so riecht oder weil er so aussieht? Keine Ahnung. Ich brauche Säure, um ein verklemmtes Schloss zu öffnen. Ich benutze für den Trank, wenn möglich... Ach so. Bitte benutze für den Trank, wenn möglich, nur eine Art von Zutat. Ein Effekt genügt mir nicht. Für zusätzliche Effekte lege ich was drauf. Will sie mich veräppeln? Ich meine, Säure alleine ist schon schwierig, daran zu kommen. Aber dann eben noch einen weiteren Effekt? Ich meine, wie soll ich das denn mit einer einzigen Zutat schaffen? Nee, Mädchen, tut mir leid. Du brauchst nur einen schwachen. Hier. Das muss. Bitte benutze. Dann kriegst du auf jeden Fall nur einen schwachen. Denn... Nee, hier. Nach unten links. Da hatten wir den Dornstock, aber da haben wir nicht so viele von. Welcher war denn dafür noch am besten geeignet? Bis auf den Dornstock. Wie gesagt, ich habe das schon länger nicht mehr gespielt, deswegen keine Ahnung. Ja, ich glaube, da komme ich dann am ehesten mit ran. So, rein damit. Dann kriegst du halt trotzdem einen mit schwachem Effekt. Aber dann auch nur mit einem Effekt. So. Ein Effekt genügt mir nicht. Für zusätzliche Effekte lege ich was drauf. Alde, langsam ist gut. Ich schick die gleich wieder weg. Wie soll ich denn bitteschön noch einen weiteren Effekt mit nur einer Zutat drauflegen? Also ja, ich könnte jetzt den hier nochmal nehmen. Aber was würde das denn bringen? Ich müsste dann irgendwie noch weiter irgendwie rum, aber... Oh. Ach, weißt du was? Tschüss. Lass mich in Ruhe. Minus 5 böse Punkte? Nee, das heißen wohl 5 böse Punkte dazu. Ich habe eben 5 Reputation verloren.
Egal, ich brauche einen Zaubertrank, um meine Sehkraft zu verbessern. Das ist denn die magische Sicht. Da können wir einen von machen, davon auch. Ah, das sind die Pilze, okay. Würde ich sagen, sparen wir ein bisschen an denen und nehmen ruhig das hier. Kann ich da noch? Ja. Also das ist wirklich ärgerlich, dass die jetzt darauf besteht, dass da noch ein weiterer Effekt hinzu soll und dann aber nur mit einer Zutat. Das ist übel. Naja, ich brauche einen Zaubertrank, der mir hilft, mich vor Banditen zu verstecken. Lavawurz, ich lege was darauf, wenn der Trank diese Zutat enthält. Das ist wieder die Frage, Lavawurz. Ich lege was darauf, dass es die Zutat enthält. Bei ihr, sie hat ja auch gesagt, es wäre, sie möchte noch mal eine weitere Zutat haben. Das ist, Moment, ich speichere mal. Oh ja, tatsächlich, 23.08. Neuer Spielstand? Ja. Sie möchte sich vor Banditen verstecken. Dann wäre doch eigentlich ein Unsichtbarkeitstrank perfekt, oder nicht? Aber ich meine, Unsichtbarkeit ist da oben lang und dann müsste ich halt die Wurzel da irgendwie noch so rum entlang legen. Versuchen wir es. Ich glaube, das... Wo ist es? Das Windblatt? Die Windblüte? Oh, da haben wir auch nicht mehr viele von. Aber ich glaube, dadurch, dass das eine Grundzutat ist, da geht das ja nochmal. So. Und nochmal ein Stückchen weiter hoch. Und dann können wir eigentlich... Ah, nee, gut. Ich wollte schon sagen, das wäre ein bisschen blöde, wenn wir den Stößel im Topf verlieren könnten. So, weiter nach rechts rüber. Nee, das nicht. Ein Kaltblatt? Nee. Ich finde den hier irgendwie schön. Ich weiß nicht warum. Schlingpflanze. Sekunde. Ich glaube, den könnten wir ruhig nehmen. Ja, die Schlingpflanze nehmen wir ruhig. Einmal. Dann brauche ich noch was für nach oben rechts. Ah, hier. Den können wir auf jeden Fall perfekt nehmen. Hier. Ah ja. Moment, kommt da ein Strudel? Da ist. Okay. So. Schön die Erfahrungspunkte mitnehmen. Und hier. Machen wir jetzt nochmal so. Dann können wir bis dahin und die Lavawurzel ist hier. Können wir so bis dahin das durchstampfen und dann die Windblüte noch dazu. Sehr schön. Na, schade, die Erfahrungspunkte nicht mehr bekommen. So, ich glaube aber wird nicht mal Stufe 2, oder? Nee. Das ist nicht schlimm. 1, 2 und 3 und fertigstellen. Achso, ich hatte hier schon Unsichtbarkeit 3. Aber da ist keine Lavawurzel drin gewesen, stimmt. Naja. Irgendwer wird sich schon über die anderen Tränke freuen. Der mich mutig macht. Das hatten wir doch schon mal, das ist doch der Wuttrank. Deswegen also, von wegen Mut und Wut, das finde ich ist zweierlei. Um meine Ziegen langsamer zu machen. Hatten wir das schon? Ja, hier. Moment, hier oben? Mehr Boni. Ne, ich würde eher handeln oder hier Alchemiekarte machen. Praxis der Alchemie im Moment noch nicht so wirklich. So, Verlangsamung. Achso, ja, fertigstellen. Da kann ich nichts mehr machen. Sehr schön. Gut, dann ist der Tag jetzt rum und ich möchte erst einmal gucken. Auf Öl wechseln. Speichern.
können wir ruhig überschreiben hier. Und dann schauen wir mal nach, was hier unten das für Tränke sind. Ich fände es aber eigentlich auch cool, wenn dann die Zutaten auch noch andere Effekte machen würden. Je nachdem, was für eine Basis das ist. Denn ich meine, einige Pflanzen, die, wenn man jetzt so am Kochen ist, reagieren ja auch anders, wenn man Öl hineingibt, als irgendwie was anderes noch dazu gibt. Ah, das da müsste ich drehen, okay. Aber egal. 1, 2, 3. Ah, das ist auch der Heiltrank. Okay. Trank fertigstellen. Ja. Ich glaube, speichern brauchen wir hier bei Öl nichts, oder? Oder zumindest muss das nicht, bin ich der Meinung. Aber mal sehen. Dann würde ich schätzen, hier unten ist auch nochmal Säure, oder? Nehmen wir den hier mal. Oh, da unten ist auch nochmal was. Da links auch. Es kann auch einfach sein, dass das einfach jetzt wirklich dieselben Tränke sind. Wer weiß. Ja, Tatsache, Gift. Dann dürfte hier links wieder Feuer sein, hier unten wieder was anderes, nur dass eben die Karte anders ist. Das finde ich ein bisschen schade. Da hätte man noch viel mehr draus machen können. Aber ich meine, es ist ja immer noch in der Beta. So, und nehmen wir lieber Wasser. Obwohl, wenn man das halt so sieht, das hier kommt nicht ansatzweise so weit an Gift heran, wie das hier. Aber hier müssten wir eben noch ein kleines Tickchen nach links drehen, um auch auf Stufe 3 das hinzubekommen. Dann hat also jede Basis auch nochmal Vorzüge. Hier Wasser ist zum Beispiel sehr weit weg. Und bei Öl nicht mehr ansatzweise so viel. Interessant. Ich würde aber trotzdem erst einmal bei Wasser bleiben. Erstmal so die gewohnten Sachen weitermachen. Gut, dann starten wir den nächsten Tag. So. Noch mehr Zutaten. So. Ich brauche etwas, um meine Wunden zu heilen. Bitte sehr. Na, hier. So. Auch sehr schön. Ich brauche Dünger für meinen Garten. Das war hier. Und da können wir auch nichts mehr machen. Aber ich möchte mal gucken. Vielleicht könnten wir ja, wenn wir die nächsten Tränke machen, vielleicht auch mal ein bisschen was am Design ändern. Also die Labels würde ich so lassen, damit man einfach wirklich sieht, was das ist. Aber so zum Beispiel, also vom Bild meine ich. Aber ich meine auch so die Flaschenform und sowas. Du brauchst Säure, um den Menschen aufzulösen. Vergiss es. Ich brauche einen Zaubertrank, um einen Gegenstand mit der Kraft des Blitzes zu versehen. Bitteschön. Sehr schön. So. Und unser Pilzkumpel wieder. Ah ja, den hier wieder. Ah ja, hier kann ich ja auch von A bis Z. Genau. Dryadensattel. Machen wir 2. Hier würde ich sagen, machen wir ruhig einige dazu. Moment. Das wären dann 20. Ja, machen wir auf 30 hoch. Denn der ist wirklich sehr, sehr nützlich. Es tut mir leid. Ach Mann. Machen wir 11. Koboldpilz. Ja. Ich glaube, den brauchten wir jetzt auch nicht so häufig. Deswegen lasse ich es bei 20. Nebelschirm machen wir ruhig auf 20 hoch. Ich möchte am liebsten immer alles, was man so nicht wirklich gebrauchen kann, trotzdem auf 20 oben lassen. Und die anderen ruhig so viel wie geht. So, mal gucken, da nochmal 2. Hiervon. Ah ja. So. Dankeschön nochmal für den Tipp. Einfach auf Shift drücken und dann geht das so. Oh, ich habe mich eben voll erschrocken. Ich hatte eben ein ganz komisches Geräusch auf dem Ohr.
wie so ein Katzenschnurren, dachte eben, mein Kater ist links neben mir. Guck nach links, da ist aber nichts. Oh, das war gruselig. So, ich brauche einen Trank, um ein Lagerfeuer zu entzünden. Ein schwacher Trank eignet sich am besten. Ich zahle mehr, wenn er schwach ist. Okay. Ja. Das finde ich ist ein gutes Kriterium. Ich meine, man braucht keinen starken Feuertrank, einfach nur um ein Feuer zu entfachen. So. Und hier. Sehr schön. Zack, zack, zack. Und ich würde den Schwachen tatsächlich auch dann ganz gerne speichern. So. 1, 2, 3. Zack. Speichern und fertigstellen. Denn ich weiß nicht, ich mag das irgendwie lieber, wenn ich von allen Tränken jede Stärke habe. Denn wenn man zum Beispiel so wie hier nur zwei davon braucht, also einen mittleren, dann kann man einfach von da aus gleich hier rüber gehen zum starken oder umgekehrt. Dann ist halt irgendwie besser. Feuer, da. Bitteschön. Gut, ich brauche einen Trank, der mich weniger tollpatschig macht. Mhm. Genau. Gewandtheit. Ich gebe zu, ich bin da immer noch so ein bisschen gnatschig, aber naja. Das war halt meine eigene Doofheit, dass ich das nicht gecheckt habe, wie das zu übersetzen ist. Aber naja. Ich bin da zum Glück nicht zu sehr nachtragend. Immer noch so ein bisschen, aber gut. So, also, einen wirklich starken Trank. Dann am besten Steinhaut, ne? Ja, den habe ich jetzt leider nur in schwach. Aber ich kann ja mal gucken. Terraria, Feuerglöckchen, Lebensblatt, Wasserblüte. Ah ja, hier unten. Da. Hm. Ich glaube, so in der nächsten Folge erforschen wir nochmal ein bisschen die Ölbasis. Denn es kann ja wirklich sein, dass hier und da die Wege dann doch angenehmer sind beim Öl. Denn ich meine, ja gut, das hier ist glaube ich auch nicht viel weiter weg. Wenn ich das jetzt mal so zentriere, ist denn nicht hier Feuer? Ja doch, ist ein Tickchen weiter weg. Ja doch, ist wirklich weiter weg. Aber ich würde sagen, machen wir trotzdem erstmal noch mit Wasser. Okay, Steinhaut. Was sagte ich? Terraria? Aber wir hatten, glaube ich, noch eine andere Pflanze, die dafür super ist, die nach unten geht. Ah, wenn ich mich daran erinnern könnte, welche das jetzt war. Gehen wir mal ein bisschen schneller hier durch. Ja, die war das, der Schlammpilz. Richtig. Dann kann ich nämlich das dann noch nutzen. Und dann kann ich schön weit nach unten gehen. So. Und dann kann ich hier nach links. Oder Moment. Ah, nee, hier nach rechts wäre sogar besser. Nach rechts. Ist ja eigentlich egal, welche Pflanze ich da jetzt nehme. Da kann man dann ruhig die Wasserblüte nochmal nehmen. Na, ist ein bisschen eng, oder? Ja, gut. Ich versuch's einfach. Na, machen wir aber trotzdem noch nach unten. So. Ja, so ist besser. Schön anfeuern. Dafür sind diese Dinger echt praktisch. Dann müssen wir nach links rüber. Nee, das ist zu weit oben. Wir haben nichts, was so richtig nach links rüber geht. Ah, das ist doof. Würde ich ruhig einmal die Terraria hier reinschmeißen. Und dann mal sehen.
Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Vielleicht kriegen wir da noch was hin. Flammenkraut haben wir so gut wie nichts. Ah, das Feuerglöckchen ist, glaube ich, noch ein bisschen zu weit links. Aber das ist halt Grundzutat. Also dürfte das eigentlich sogar noch okay sein. Dann könnten wir dieses Rezept nämlich auch abspeichern. Wenn ich da jetzt nicht zu doof bin und das gut hinbekomme. So, und langsam. Ja, sehr schön. 1, 2, 3, speichern. So, da haben wir auch Steinhaut auf Stufe 3. Perfekt. Das hier ist... Achso, nee, das ist ein ganz anderer. So. Gut, dann fertigstellen. Und hier. Ja, das gibt doch schon ganz gut Geld. Zack. Zu kühlen. Bitte benutze für den Trank, wenn möglich, nur eine Art von Zutat. Wenn gesagt wird, wenn möglich, heißt es für mich nicht, du musst, sondern wenn es möglich ist. Also wenn ich sage, dass es möglich ist. So würde ich das jetzt hier so deuten, echt. Aber gut, um etwas zu kühlen. Eine einzige Zutat. Ja, ich denke, das geht, ne? Das Wasserblatt wäre hier, glaube ich, am besten wieder geeignet. Oder mal gucken. Denn wir haben ja jetzt noch viel mehr Pflanzen bzw. Zutaten als noch am Anfang, als wir das gespeichert hatten. Ich glaube aber, wenn ich das jetzt mache... Ah, Kaltblatt, da haben wir auch so gut wie nichts von. Ja gut, aber ich speichere das ja nicht ab. So, dann nehmen wir das hier ruhig mal. Dann müsste ich, glaube ich, wieder ein bisschen weiter in die Mitte. Ah, das wird sehr, sehr knapp. Ah, nee. So hier. Ach, Quatsch, hier. Na, noch ein Stück. Ja, noch ein Stück. So, wollen wir mal sehen. Aber ich glaube, das dürfte reichen. Ja, zumindest für Stufe 1. So. Immerhin, eine Zutat nur. Wenn es jetzt heißt, nur mit einer einzigen Zutat generell. Also, ich darf nur eine Sache in den Topf schmeißen. Das wäre übel. Das wäre mal so richtig übel. Nein. Oh, sehr schön. Gut, das war unser letzter Kunde für heute. Trank der Totenbeschwörung. Da gucken wir am besten nochmal. Das ist... Oh, Fliege. Irgendwo hier unten. Also da müssten wir mal sehen, wie wir hier unten noch hinkommen können. Denn hier weiß ich, das ist dicht. Ich habe da schon mal wirklich erkundet und das ist komplett dicht. Man muss dann irgendwie einen von diesen Kristallen hier benutzen, die der Zwerg uns mitgebracht hat. Oder eben einen von den Strudeln. Deswegen würde ich sagen, speichern wir einmal kurz hier. Ruhig überspeichern, ja. Und dann schauen wir mal. Oh, schön kaltes Wasser. Was kann ich da jetzt am ehesten nutzen? Ich glaube, ich würde gerne einmal hier unten so entlang gehen wollen. Dann können wir hier nämlich die Karte auch nochmal ein winziges bisschen mehr freilegen. Wo warst du denn, Pilz? Das warst du hier. So. Ach, ich bin so doof. Hier, das wollte ich machen. So. Dann gehen wir weiter hier hin und dann... Der bringt uns nur ein Stück weiter nach oben. Deswegen... Lass das. Strudel. Nicht bewegen. Dann wollen wir nach links. Da nehmen wir ruhig mal eine Feuerblüte.
Und noch eine weitere im Ganzen. Dryadensattel. Ja doch, können wir ruhig mal machen. Ich glaube, das Rezept würde ich auch nur vorübergehend abspeichern. Na Moment. Man kann ja ein bisschen sich den Strudel nochmal zu nutzen machen. Na, ja gut, das war jetzt auch doof. So. Na, ich hätte das ruhig so lassen können. Egal. Genau, hier nach links möchte ich weiter. Haben wir noch was anderes, was weiter nach links geht oder nur die Feuerblüte? Die Lavawurzel haben wir zwar nicht viele von, aber das macht nichts. So. Dann möchte ich an der Stelle nochmal speichern, aber einen neuen Spielstand. Ja. Und dann probieren wir mal aus, wo dieser Strudel hierhin führt. Da ist jetzt egal, welche Pflanze, welche Zutat wir nutzen. Das ist ja soweit abgespeichert und da ist dann ja egal. Oh, oh Gott, das war knapp. Nee. Vergiss es. Das will ich nicht. Ja, bitte. Da nicht. Ich glaube, das hier drüben führt auch nur irgendwie weiter nach links, aber nicht hier unten mit hin. Oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Versuchen wir es einfach mal. Na, dann wird die Folge ein kleines Tickchen länger, aber das macht ja nichts. Na, was kann man am ehesten dafür nehmen? Nehme ich das halt nochmal. Das ist manchmal halt nicht wirklich leicht. Ach hier, Flammkraut ist im Grunde wie das, nur eben, also wie das Feuerlöckchen, nur eben haben wir davon nicht viel. Ah, Fliege. Ah, ich weiß, diese doofe Fliege. Ist immer nur eine einzige. Selbst im Winter. Ist immer irgendwie eine einzige dieser Mini-Fliegen hier. Und wenn man die dann plötzlich einfach mal... Naja, plötzlich. Wenn man die dann mal erwischt hat, dann kommt trotzdem noch mal wieder eine. Das ist ätzend. Und ich habe hier wirklich nichts im Raum, was das hervorrufen könnte. Gar nichts. So, dann ein Tickchen weiter runter. Ja, nehmen wir das hier. Zack. Brauchen ja nur hier rankommen. So. In die Mitte. Und? Wo kommst du hin? Ja, ganz toll. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Das ist doof. Denn da kommen wir sonst nicht mehr raus ohne die Kristalle. Ich weiß, wir haben welche, aber... Na. Dann ist aber trotzdem die Frage, wie kommen wir denn hier in die Mitte? Dann gehe ich jetzt erstmal weiter nach unten. Ja, nehmen wir ruhig eine Terrarie. Und schauen mal. Oh, hier, da ist ein guter Durchgang. So, noch direkt unten links. Ich könnte ein Stückchen wieder nach oben. Dann müsste das eigentlich gut sein, wenn wir jetzt hier so durchgehen. Da. Das dürfte eigentlich noch funktionieren. Wollen wir es hoffen... Ja, da unten ist es. Oder war das hier lang? Oh, jetzt bin ich mir unsicher. Egal, gehen wir jetzt mal hier lang, dann können wir da auch noch erkunden, wo die Strudel dann hinführen. Ah, das ist ein bisschen zu weit da. Sonst wäre das perfekt. Das ist mir auch zu knapp. Na, nimm ruhig die eine hier. Ah, nee, okay. Das geht dahin. Dann müssen wir wahrscheinlich wirklich so hier einmal rum. Dann... Ich sagte ja eben die hier.
Ja, Moment, ein Stückchen so. Und dann dürfte das sogar ganz gut sein. Es ist sehr, sehr knapp, aber das dürfte eigentlich gehen. Ja, jetzt. Easy. Dann möchte ich einmal ganz kurz hier speichern nochmal. Yep. So, hier den Strudel einmal kurz benutzen. Dann kommen wir wahrscheinlich wieder nach oben oder nach rechts. Ah, oder dahin. Laden. Ja, bitte. Sowas ist doof. Aber ich kann trotzdem ein kleines bisschen nach da. So. Oh je. Ach, die Motten hier sind manchmal auch echt ätzend. Das ist halt immer noch so, ich glaube, selbst wenn man richtig in der Stadt wohnt, sowas kommt immer irgendwie in die Wohnung. Egal wie sehr man sauber macht, wie sehr man sich bemüht, alles sauber zu halten, so eine Tierchen, die kommen immer irgendwie rein. Oh, das sieht gut aus. Ein bisschen anstampfen. So. Und dann brauchen wir was, was nach links geht. Da wären wieder die Feuerglöckchen ganz gut, glaube ich. Oder eben die andere Pflanze. Oder war das ein Pilz? Ja, Feuerglöckchen oder... Ja, genau, das Flammenkraut. Moment, ich glaube, das war nicht so gut. Bis hierhin. So. Sehr schön, tatsächlich, bis dahin. Dann müssen wir jetzt hier runter. Dornstock geht natürlich so nach unten. Das sieht gut aus. Ich bräuchte, glaube ich, nur ein kleines bisschen weiter wieder in die Richtung. Ja, das sieht gut aus. Ja, doch, so lassen. Dann möchte ich aber einmal nochmal speichern. Weil ich den Strudel ja auch nochmal. Nein, hier. Den Strudel nochmal mitnehmen möchte. Und sehen, wo er hinführt. No, da unten hin. Großartig. Laden. Ja, bitte. Und dann brauche ich jetzt einfach nur hier. Kann ein bisschen so machen. So, kriegt die schönen Erfahrungspunkte noch mit. So, da unten wollen wir auch hin und einmal schauen, wo es hingeht. Hier würde ich schätzen, dass das so nach rechts geht oder hier unten sogar hin. Ich glaube, wenn wir später sehr, sehr viele von den Kristallen haben, dann können wir auch eigentlich drauf pfeifen, was wir da jetzt soweit benutzen. Gutbeere, die können wir gerne nutzen. Es ist so ein bisschen in die Richtung. Dann möchte ich jetzt hier aber eine Wasserblüte nehmen. Und dann aber nur bis da. Obwohl, war schon ein bisschen zu weit. Ach so. Noch einmal speichern. Und hier. Dann gehen wir dahin. Ah ja, Tatsache. Ja, es ist gut mit den Erfahrungspunkten, aber eben halt, wenn wir da nicht rauskommen, ist das Mist. Und jetzt gerade sind wir halt auf dem Weg, diesen Trank da zu erforschen. Nee, ich glaube, ich mache das nur so. Und da wäre das dann halt echt kontraproduktiv. Oh, das hier können wir jetzt nehmen. So. Dann können wir jetzt so hier entlang, ganz langsam, und dann immer wieder die Basis mit reingeben. Ganz vorsichtig die Basis. Und dann kriegen wir, glaube ich, sogar einen Trank auf Stufe 3 hin. Ja. Langsam. Oh, schön. Speichern, fertigstellen. Großartig. Wir brauchten den, glaube ich, jetzt auch hier, ne? Was haben wir jetzt alles drinne? Für diesen Trank haben wir alles da.
Das hier würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge. Also Mana 3, dann das und das. Okay. Ansonsten, hier brauchen wir dann auch diesen Nekromantie-Krank. Trank. Naja. Und dann fehlt uns nur noch das Salz der Leere, dass wir das machen sollen. Fürs nächste Kapitel. So, ich glaube, den Tag hatten wir jetzt beendet. Genau. Oder können wir jetzt beenden? Sehr schön. Gut, dann haben wir ja heute viel dazu bekommen. Das ist sehr schön. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr noch einen Link zu Twitter und Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von PotionCraft wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.